Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie auf dieses Video geklickt haben, haben Sie sicherlich von Ihrer Lehrkraft vor kurzem einen Office 365 Account erhalten und möchten jetzt wissen, wie Sie genau diesen einrichten können. Das geht ganz einfach. Sie öffnen Ihren Browser, zum Beispiel Firefox, und geben dort ein bei Google Portal Office. Jetzt sehen wir hier den ersten Link: https://portal.office.com. Wichtig ist, dass dort com steht und nicht de, denn wir können das nur über com machen. Klicken also auf Sign in to your account und landen jetzt auf dieser Office 365 Seite. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihren Benutzernamen, den Sie von Ihrer Lehrkraft erhalten haben, und das von der Lehrkraft gegebene Passwort einzugeben. Wichtig: Ihr Benutzername setzt sich immer gleich zusammen. Das heißt, Sie haben den ersten Buchstaben Ihres Vornamens, den ersten Buchstaben Ihres Nachnamens und eine beliebige fünfstellige Ziffer, die Sie dort eingeben müssen. Danach folgt das @-Zeichen. SUS für Schülerinnen und Schüler, .bk für Berufskolleg-ne für neues.de. Das machen wir doch mal direkt, geben das hier ein. Und geben dann anschließend das Passwort ein, was wir erhalten haben. Wir bestätigen. Und sehen jetzt, oh, wir haben uns das erste Mal eingeloggt. Wir müssen jetzt unser Passwort sofort ändern. Geben also unser aktuelles Passwort, was wir noch erhalten haben, ein und müssen uns jetzt überlegen. Es gibt vier Optionen, die in diesem Passwort enthalten sein können, und drei davon müssen wir auch in unserem Passwort enthalten haben. Heißt, wir können wählen zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Es müssen nicht alle vier vorhanden sein, aber mindestens drei, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Sie denken sich also jetzt ein Passwort aus, was Sie sich gut merken können und drei dieser vier Optionen beinhaltet, und geben dieses zweimal ein. Danach bestätigen Sie und es kommt ein Ladebalken. Jetzt müssten zusätzliche Informationen eingegeben werden, denn wir richten unser Konto ja das erste Mal ein und wir möchten ja auch unseren Zugriff auf dieses Konto nicht verlieren. Bedeutet, Microsoft gibt jetzt die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer zu hinterlegen. Ich bin da meistens relativ kritisch, was meine Handynummer betrifft. Ich möchte eigentlich nicht, dass meine Handynummer zusammen mit meinem Namen auf dem Microsoft-Server gespeichert wird, weil so dann doch nachvollzogen werden kann, wer ich eigentlich so wirklich bin. Gleiches gilt eigentlich auch für die privaten E-Mail-Adressen. Sie sollten hier keine vertrauliche private E-Mail-Adresse verwenden. Vielleicht haben Sie eine Spam-Adresse, die Sie nutzen können, dann sollten Sie diese nehmen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie in diese E-Mail-Adresse rein können, denn wenn wir diese E-Mail-Adresse hinterlegen, müssen wir gleich einen Code eingeben. Heißt, wir klicken zwar auf jetzt einrichten und haben jetzt hier die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse einzugeben. Jetzt können wir unsere Spam-Adresse eingeben oder was auch immer. Ich empfehle an dieser Stelle folgende Möglichkeit. Wir könnten nämlich auch auf Mailinator gehen. Mailinator ist ein E-Mail-Dienst, den wir nutzen können, der verlangt kein Passwort von uns und wir müssen uns einfach nur diese E-Mail-Adresse merken. Wichtig ist, dass wir uns die aber auch wirklich merken. Jeder andere kann halt auf diese E-Mail-Adresse auch zugreifen, aber das ist in dem Moment für uns ja egal, weil wir ja nur kurz diesen Account aktivieren wollen und uns dann eine beliebige E-Mail-Adresse jetzt ausdenken. Das kann man übrigens auch für sämtliche Spam-Sachen nutzen. Das ist wirklich ganz praktisch. Wir nehmen jetzt hier mal die BKNE-Mail. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Vielleicht hat das ja schon mal jemand genutzt. Klicken auf Go. Sehen, aha, nein, das hat noch keiner genutzt. Das heißt, wir können jetzt diese E-Mail-Adresse wunderbar verwenden, indem wir sie einfach kopieren und jetzt hier eingeben. Jetzt müssen wir eine E-Mail versenden. Da klickt man drauf, die E-Mail wird verschickt und jetzt wird von uns ein Code verlangt, der an diese Adresse geschickt wurde. Wir müssen also jetzt wieder in unseren E-Mail-Account zurückgehen und dort gucken, ob dieser Code angekommen ist. Ist dieser Code angekommen, kopieren wir den jetzt hier gleich hier rein. Wir klicken uns diese E-Mail an, kopieren unseren Code, fügen den hier ein und sagen überprüfen. Der checkt das jetzt. Alles klar, das stimmt. Und sagen fertigstellen. Jetzt möchte ich von uns nochmal diese zusätzlichen Informationen haben. Wir klicken das an. Der weiß nämlich, okay, ach, wir haben noch nicht die E-Mail, die Telefonnummer angegeben. Ist uns aber egal, denn wir sind damit zufrieden, dass die E-Mail-Adresse angenommen wurde. Deswegen klicken wir auf sieht gut aus. Und schwupps, landen wir schon in unserem Office 365 Account. Hier haben wir jetzt Zugriff auf alle Online-Möglichkeiten, die wir so vorfinden. Das heißt, jede einzelne Kachel, E-Mail, Kalender, Personen, OneDrive, Aufgaben, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway und
Forms ist von uns jetzt nutzbar und kann von uns jetzt hier im Browser genutzt werden. Das war es halt auch schon mit der Einrichtung. Also es geht ganz einfach. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Einrichten Ihres Accounts.